Hallo und herzlich willkommen zu den Griefer Games News, Leute. Heute reden wir mal darüber, dass Abke einem Journalisten, wie soll man sagen, einen kleinen Hinweis gegeben hat, wodurch diese ganze Bewegung erst ins Rennen gegangen ist. Ihr wisst jetzt noch nicht, wovon ich rede, denke ich mal. Also, der liebe Herr Abke kennt ja ein paar Leute, da kennt er sicherlich noch Privatleute. Und darunter war ein Journalist, der irgendwie, glaube ich, eine neue Story oder so brauchte, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat Abke mal gesagt, ja, guck dir das hier mal an, der und der macht hier einen Spendenstream und das kommt da alles gar nicht an. Am Ende war es denn so, dass durch diesen Auslöser dieser Spendenmarathon komplett beendet wurde. Es wurde kein Geld mehr ausgeschüttet für die armen Kinder. Aber dieser Journalist, sag ich mal, hat von Abke diesen Hinweis bekommen. Das ist jetzt nicht Abke seine Schuld im Direkten, aber durch diese ganze Publicity, durch diese ganze negative Publicity über diesen Stream, wurde halt dieser Stream, wie soll man sagen, haben die aufgehört, den zu machen mit den Spenden und so. Als nächstes kommen wir mal zu Abke seinem Plot. Ihr wisst ja, dass Abke auf jedem City Bit Plots hat. Ihr könnt gerne Abke so viele Plots überschreiben, wie ihr wollt. Und zwar guckt er sich seit neuestem immer Plots an. Der guckt sich seine eigenen Plots an. Ich finde das, Abke wird immer unkreativer, diese Ideen, Leute. Abke ist einfach nicht mehr das, was er mal war. Der hat früher Videos gefällt, gut, aber diese Videos haben auch vielen Leuten gefallen. Also ich denke mal, dass er da wieder anknüpfen sollte. So, Leute, jetzt zur Dubai-Ware. Jetzt zu dem ganz heiklen Thema. Soweit ich weiß, wurde in letzter Zeit nichts gedubt. Aber ich habe in letzter Zeit auch nicht so aktiv mich umgehört. Aber ich denke mal, es wird nichts gedupt, weil die Preise für Beacons und allem im Moment eigentlich recht stabil sind. Ich glaube, ein Stack Beacons kriegt man für 25-27k weg. Kaufen kann man sie für 20k, damit man halt Gewinn macht. So, Dracheneier gehen, glaube ich, für 2-4k weg, ne? Je nachdem, bei wem man es halt kauft. Gut, Leute, das war auch mal die kurze Griefer Games News. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst gerne mal ein Like da, abonniert mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.